So, hallo, wir machen weiter bei Super Mario Maker 2. Kleine Notfallfolge, weil Zelda noch nicht da ist. Das hatte ich eigentlich per Post bestellt. Und das heißt, also es ist noch nicht 21 Uhr. Zustellung bis 21 Uhr möglich. Das glaube ich jetzt aber dann irgendwie doch nicht. Ich denke mal, das kommt morgen irgendwann. Wir aktualisieren hier einfach mal und gucken, ob wir was zu tun haben. Ansonsten spielen wir irgendwas Beliebtes, aber ich bin... Ach, guck mal. Er hat was Neues gebaut. Sie hat... Wie viel hat sie denn gebaut? Eins, zwei... Oh Gott, Twakes. Oh Gott. Oh mein Gott, was? Bist du denn des Wahnsinns? Ich glaube, ich spiele lieber Alina. Ah, ich will mich jetzt nicht irgendwie frusten. Wir spielen erstmal Alina Level. Let's go. 2, 33, 6 Challenges, Infinite Checkpoint. Ah ja. Ja, let's go. Ich bin gespannt. Gucken wir mal, was dabei rauskommt. So, ja, wie gesagt, ne, kleines Notfallvideo. Ich möchte ganz gerne, wenn Zelda da ist, dann eigentlich mehr Zelda aufnehmen. Aber wir werden sehen. Vielleicht mache ich es dann abwechselnd oder ich mache erstmal nur Zelda und dann erst wieder Mario Maker, wenn Zelda durch ist. Da ist der Checkpoint. Da ist noch ein... Ach, und hier sind die Challenges. Okay. Bisschen wie bei Mega Man. Ach, der... Verstanden. Ah, den muss ich... Bisschen... speeden lassen. Oh, no. Muss ich den von da hinten... Nein, den kann ich runterschubsen. Sehr gut. Schubsi. Und... Ach so, oh Mist. Und Schubsi. Jawohl. Und dann können wir hier durch. Sehr gut. Challenge 1. Und Checkpoint. Plopp. Und plopp. Wo bin ich gerade rein? Ich bin unten rein. Nein, jetzt gehe ich oben rein. Ja, da waren wir noch nicht. Aber ansonsten könnte ich auch wieder zurück. Das wäre nicht das Schlimme. So. Will ich einfach hier durch? Ja? Es scheint so. Der wird dann nicht von selber da drüben explodieren, ne? Nee. Ist hier einfach nur ein Ersatz-Bob-Omb, falls der da drüben kaputt geht, oder was soll ich tun? Oh Gott. Okay. Ah, ich brauche ja den Pilz. Natürlich, ich brauche ja den Pilz hierfür. Hahaha. So, und jetzt können wir hier rein. Okay. Das ist vielleicht zu einer anderen... Der On-Off da drüben ist vielleicht zu einem anderen Dingens gewesen. So. Dann gehen wir hier in die Röhre. Ach, ich kann immer anspringen, was ich gemacht habe. Das ist eine voll gute Idee. Für so Idioten wie mich, die einfach sich nicht merken können, was sie... Oh mein Gott. Okay, hi. Ah, das ist ein gemeiner Sprung. Oh, der ist gemein, weil der nur zwei hoch ist, wenn man groß ist. Ah, der ist gemein. Okay, jetzt sind die nicht mehr angesprungen. Aber ich weiß ja noch, wo ich war. Und, ah, der Sprung ist ein bisschen fies, wenn man groß ist. Also da hat man einen Nachteil dann. Das wäre dann sozusagen... Ja, jetzt war ich doof. Das wäre dann so ein Ding, wenn ich das weiß vorher, mache ich das hier vorher, bevor ich groß werde. Aber gut. So, ups, rein da. So. Und jetzt geht das nämlich klarer. Gut. Ansonsten, gut, man kann es natürlich ducken, ne? Ist klar. Also nicht falsch verstehen. Natürlich kann man das umgehen. Das ist ganz klar. So. Dann geht's hier weiter. Ah, das ist jetzt die andere Seite von dem, was wir gesehen haben. Ja gut, jetzt muss ich halt einfach nur runterfallen. So.
Dann sind wir hier. Dann geht's hier hoch. Uah. Gar nicht gesehen. So, ist da oben? Ja. Dann müssen wir. Okay. Da ein bisschen aufpassen, geht aber alles klar. Sehr schön. Und dann geht's nochmal in die Röhre. So. Ah, verstanden. Ach, das ist gespiegelt. Ah, okay. Jetzt habe ich es verstanden. Das ist gespiegelt. Wait, aber dann. Ach so. Wo ist denn der dann? Da. Oder muss ich den auslösen? Geschickt. Und dann lösen wir noch den aus. Und dann ab dafür. Also, das Einzige, wo man den Pilz braucht, das würde ich wirklich dann eben zum Schluss machen. Weil man dann nur Ärger hat sonst, wenn man das nicht macht. Aber gut. Oh Gott. Junge. Ach so. Ja gut, das ist dann jetzt nur noch... Brauche ich die überhaupt? Ja. Okay. Stellt sich mir jetzt allerdings die Frage, wie ich da überhaupt dann hochkomme. Wüsste ich nicht einfach? Bin ich irgendwie doof? Wo geht's denn, wo geht's denn jetzt weiter? Hä? Nee, hä? Ich glaube, ich habe ne, irgendeine Funktion von den Regenbogen. Oh no. Aber ich komme ja nicht. Der kann da hoch, aber ich komme da nicht. Hä? Hier am Rand komme ich auch nicht hoch. Hä? Ich dachte, ich muss auf die Ranke da. Aber ich komme ja nicht. Ja, sag mal, bin ich denn bescheuert? Aber hier kannst du ja auch nicht. Hier war ja nicht nochmal eine Tür, ne? Nee. Hier war nicht nochmal eine Tür. Jetzt komme ich wieder in den Kampf rein, ist mir schon klar. Sollen die mir irgendwie... Aber die kommen ja auch nicht runter. Hä? Was habe ich denn jetzt wieder für einen Denkfehler? Mit ganz viel Anlauf... Ich komme halt einfach nicht. Ah, wait. Ach so! Ja, okay. Ups. Manchmal... Oh mein Gott, nicht jetzt noch sterben. Oh no. Oh no, ich brauch den. Ach so, aber jetzt kriege ich... Ja, jetzt kann der mich mal... Oh. Oder auch nicht. Oh no. Gut. Ah, sehr schön. Man kann ihn dafür ganz gut dann malträtieren. So. Okay, das war's jetzt aber. Ich habe mich wieder ganz schön blöd angestellt. Eieiei. Aber wir haben es noch. Ich finde gut, dass meine Notlösung funktioniert hätte und das nicht mal so gedacht war. Ja. Hätte man drauf kommen können. Naja. Gut. Dann
Ich habe Angst vor Drake's Leveln. Coin Collector, Desert, 30 Sekunden, 26 Minuten. Okay, let's go. Sekunden. 45. Plonk, plonk, plonk. Oh no. Oh no. Oh, ich sehe schon, das wird zeitlich eine interessante Geschichte. Ah, Z! Also Spin-Jump. Okay. Dann werden wir das Spin-Jump. Plomp, 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 plomp. Hier vielleicht auch schon mal. Da muss ich mich echt schicken, hochzukommen. Oh mein Gott, was tue ich denn? Plomp, 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 plomp. Ups, ups. So. Bin ich denn komplett... Was mache ich denn? Plomp, 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 plomp. So, oh boy. Oh, oh, was? Ach du Schande. Okay. Okay. Nein. Oh, ich wette, jetzt habe ich schon wieder verhauen, aber wir müssen üben. Also, so und dann so und... Oh Gott, ich hoffe, ich brauche den nicht nochmal. Aber wir sind ja gleich... Die Zeit ist ja gleich abgelaufen. Wir sind nicht mal ansatzweise am Ziel. Und wo komme ich... Wo kriege ich denn jetzt noch für mehr Münzen? Ich hab nicht alle Münzen gehabt. Ey. Eins, zwei, drei. Zack, zack. Irgendwie hab ich irgendwo Münzen liegen lassen oder kommen da wirklich noch genug hinten, die ich noch nicht gesehen habe? Oder habe ich einfach zu viele liegen lassen und es nicht bemerkt? Uah. Aber wir sind gut in der Zeit. Okay. Ah, das ist gar nicht mal so simpel. Ah, nicht schlecht. Kann man anbieten. Kann man anbieten. Nein. Okay, kann ich gleich aufhören. Huiuiui. So. Aber nichts Unmögliches. Das ist alles machbar, wenn man es ein paar Mal gespielt hat. War nur am Anfang verwirrend, weil ich sowas nicht erwartet habe. Und ich stelle mich halt gerade einfach nur ein bisschen doof an. Das kommt noch dazu. Plopp, 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 plopp. So. Irgendwie schätze ich die Hitbox gerade nicht richtig ein. Aber die Strecke ist interessant gebaut. Das muss man sagen. Gott. Darauf gewartet. Ich habe komplett darauf gewartet, dass das irgendwann passiert. Ah. So. Wie ging es jetzt weiter? Ach ja. Dann kamen die drei, dann kam der Wickler, glaube ich. Dann kam das Ziel. Aber mir hatten halt noch 5 Münzen gefehlt, als ich vorhin. Ich muss mal gucken, ob ich die irgendwo übersehen habe. Oder ob die dann noch kommen und ich sie einfach nur noch nicht sehen konnte. Ah ja, die 2 Münzen. Die 2. Die da. Boah, das ist super knapp. Lass mich los. So. 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 Ach, da sind... Ja, da fehlen mir 4. Hä? Mir fehlen 4 Münzen.
Wo sind die denn? Vielleicht hinterm Ziel noch irgendwas? Was übersehe ich denn? Wo lasse ich Münzen liegen? Ja, vielleicht habe ich noch nicht alles gesehen. Kann ja sein, ne? Zum Ziel hinfallen ist ja auch nochmal... Oh no. Ist ja auch nochmal ein Stück. So. Okay. Nein. Ah, ich will doch da hinten gucken, was da los ist. Was ist da los? Die Zeit ist aber auch richtig böse knapp. Eieieiei. Nein. Oh. Das ist ein echt gemeiner Sprung. Okay. So, zack, zack, zack. Zack, zack. Gleich loslassen. Okay. Aber... Ah ja. Alles klar, da sind meine Münzen. Gut, verstanden. Wie ich es mir gedacht habe, sie mussten hinterm Ziel sein. Ich hab's ja gesagt. Alles klar, kriegen wir hin. Jetzt weiß ich zumindest, wo alle Münzen sind. Jetzt ist schon mal dieses große Fragezeichen im Kopf ist jetzt schon mal weg. Jetzt muss noch der Skill besser sein und dann geht die Geschichte klar. So, aber die große Frage hat sich schon geklärt. Sehr gut, sehr gut. Perfekt. Nice. Easy. Ich musste nur erstmal gedanklich klarkommen, wo die Münzen sind. Das war was, was mich die ganze Zeit blockiert hat. Ah, sehr schön. Gut. Wie man das noch schneller, also 2 Sekunden, ist schon Wahnsinn. Krass. Wer war das? Wer hat das gebracht? Wer war so schnell? Ach, der Kirby-Typ. Ja. Gut. Okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt für den Part noch so eine gute Idee ist. 39. Was? Hat sie jetzt einen riesigen Wald gebaut, den man erkunden muss? Ich meine, die Idee ist super cool, gar keine Frage. Bin ich jetzt echt gespannt. Aber es sind nur 9. Nur 5. 5 rote Münzen. Okay. Boah, aber das ist ja. Das ist schon cool. Ich bin halt doof. Das ist schon cool, gar keine Frage. Vielleicht hat der Typ auch einfach nur zu lange gebraucht und es geht schneller. Wir werden sehen. Also gut, hier schon mal nix. Was mache ich denn? Über die kann ich eigentlich einfach drüber springen. Die brauche ich ja nicht. Gut. Also soweit. Da brauchen wir den P-Switch. Jetzt ist halt die Plattform weg. Aber die kommt wieder. Oh oh. Ah, da ist meine Rettung. So viel zur Rettung. Leider kam auch gleichzeitig der Fisch und hat gesagt, hi. Soll ich mal gucken, ob hier irgendwo eine rote Münze, aber ich sehe nichts. Nein. Da komme ich auch nicht hoch, ne? Nee. Okay. So, Plattform. Aber da, nee, da kann ich nur mit einem P-Switch rein. Also ich könnte mich zwar so reindrücken, aber dann ist vorbei. Ach so, hier geht's weiter. Ah, Checkpoint. Sehr nett. Huch.
Okay, aber so habe ich dann die Möglichkeit, immer wieder zu speichern. Auch sehr gut. Hervorragend. Pow. Ich gehe erstmal hier runter. Okay, da kann ich rein. Dann werde ich den erstmal mitnehmen. Schaden kann er auf gar keinen Fall. Oh, ich dachte, die Fische sterben auch. Ups. Tun sie nicht. Gut. Gehen wir mal ohne Powder rein. Nützt mir gerade eh nichts. Und dann machst du dich mal hier weg. Ah, das Wasser steigt von selber. Okay. Oh, und da kommt ein Pilz raus. Ah, der immer noch da ist. Sehr schön. Ah, und jetzt muss ich warten. Ah. Aber das habe ich verhauen. Weil ich den Pilz nicht sofort genommen habe. So. Und jetzt geht's hier hoch. Hier hoch. Hier hoch. Nein. Ist es meine... Oh, ich bin zu doof. Das gibt's jetzt nicht. Habe ich nicht gemacht. Oder komme ich da gar nicht hoch? Da müsste ich doch durchs Wasser hochkommen, oder? Ich habe doch jetzt einfach nur... Bin doch jetzt einfach nur zu doof zum Schwimmen. Nein, das gibt's nicht. Okay, wir gehen mal woanders. Vielleicht kriege ich ein Springboard oder so. Dann wäre das einfacher. Gerade bin ich zu doof dafür. Unfassbar. Hier können wir jetzt rein. Ich wollte gerade sagen, hier müsste jetzt was jetzt entweder steigen oder ich brauche doch ein Springboard. Okay, hier komme ich auch hoch. Da ist meine erste... Oh, ich brauche den Pau. Ah, oh, da brauche ich den anderen... Da brauche ich den Pau für. Okay. Dann machen wir erstmal die P-Switch-Tür. Dafür brauchen wir wieder die Plattform. Wow. So, dann drücken wir den gleich mal. So. Okay. Achso, der fährt einmal... So. Okay, jetzt komme ich... Wait. Achso, ja klar, habe ich eingesammelt. Wollte gerade sagen, hey, wie komme ich jetzt zurück, aber... Alles gut. Es ist alles in Ordnung. So. Dann einmal den Pau. Dann haben wir ja schon 2 von 5. Bam, 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 bam. So. Okay. Und ciao. Oh. Den habe ich nicht. What? What? Nein, ich hab's verhauen. Oh. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Warum mache ich sowas? Komm her. Eieiei. Nein. Ich wollte nicht nach oben, ich wollte nur rumspringen. Ups. So. Richtig blöd angestellt. Ich nehme mich mit, vielleicht kannst du mir irgendwo helfen. So. Erstmal speichern, ganz schnell. Zack, zack, zack. Yay! Gut. Lass mir den mal hier liegen. Da ist mein Springboard. Dann brauche ich das doch für den da unten. Okay. Dann brauche ich doch dafür ein Springboard.
dann ist es wahrscheinlich schon extra genauso gebaut, dass man eben gerade doch nicht hochkommt. Oh no. Oh no. Okay, oh yes. Alles gut. Alles gut. Achso, aber jetzt muss ich ja trotzdem. Ja. Ja, aus dem Wasser raus geht's einfach nicht. Also, dann muss ich das irgendwo hier ablegen, wahrscheinlich. Also, so reicht es nicht, ne? Ich muss das von da drüben dann vielleicht machen. Kann das? Kann das von hier funktionieren? Nein. Geht das unter Wasser? Hä? Geht das von der Röhre aus? Ah, das ist doch zu... Das ist auch nicht hoch... Hä? Oh! Komm her, mein Freund. Komm her. Komm her. Schneller. Hier bin ich. Hier bin ich. Nein. Okay, dann machen wir es mit ihm. Weiß nicht, ob das so gedacht ist. Ich habe keine Ahnung. Ich könnte auch hier so einen Trick... Oh, no, das war voll gut. Das hätte sogar klappen können. Komm her. Nein. Ich komme halt so nicht raus. Ah, so hätte es klappen können. Aber das ist so, ist es niemals gedacht. Niemals ist es so gedacht. Aber wir machen es jetzt trickhalber. Weil Tricks cool sind. Mist. Nein. Oh, ich gehe gleich weinen. Mache ich? Aber was ist denn dann hier eigentlich verlangt? Vielleicht über die Fische oder so. Aber auch dann ist es ein bisschen ungut, weil dann hat man ja nur diesen einen Versuch. Ach, komm schon. Nee. Nee, ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht hin. Nein. Okay, wir gehen mal weiter. Vielleicht kriege ich noch irgendwas an. Aber was soll ich denn? Ich könnte eine Feder bekommen, aber die würde mir ja auch nicht so viel bringen. Ha. Faszinierend. Oh. Da brauchen wir beides. Den. Okay, das Leben interessiert mich nicht. Aber dann... Oh no. Oh nein. Habe ich das jetzt echt gemacht? Oh nein. Oh no. Oh komm schon. Oh komm schon, das habe ich nicht. Oh nein. Oh nein. Kann ich hier nicht irgendwie... Ach so, ja gut, wir haben eh gleich ein Problem. Ich komme echt nicht mehr runter, ne? Oh, das gibt's doch nicht. Okay, ich kann mich klein machen. Hilft mir das? Ich glaube, ich hab gerade ein Setup gebaut, mit dem man verhindern kann, dass man zurückkommt. Also wenn man irgendwie so eine Wegsperre einbauen möchte, dann sollte man dieses Setup hier nutzen. Einfach so ein Springboard unten drunter, man kommt nicht mehr zurück. Keine Chance. Ei. War das gerade wieder doof von mir. So, also wir brauchen wieder den Pilz. Ja, das brauchen wir ja dann eigentlich jetzt im Moment gar nicht, weil weiß ich nicht, wie das gedacht ist. Ja, dass ich über die Fische vielleicht dann da... das würde ja funktionieren. Und der Fisch bleibt ja da drin. Ach Gott, was mache ich denn? Oder halt über den Galum... Wahrscheinlich über den... Über das... Nicht da rein. Wahrscheinlich über dieses Gumba-Viech. Das könnte auch gedacht sein. Bin mir noch unschlüssig. Dass ich den irgendwie darüber mitnehmen kann. Aber der schwimmt halt nicht hoch. Der Fisch, klar. Wenn ich jetzt den Fisch gerade nutze, ja. Solange ich den Fisch nicht kille, wird es mit dem Fisch auch schon funktionieren. Ach, das gibt's doch nicht.
Aber das ist ein bisschen zu inkonsistent, glaube ich. Ich weiß nicht. Wobei der Fisch... Oh nein. Ich muss erst das Wasser... Jetzt komm her, Fischi. Oder du, komm her. Komm her, komm her. Nein. Ich fasse nicht, was ich hier tue. So. Also da würde mich interessieren, was die gedachte Version ist, weil so wie ich es mache, ist es garantiert nicht gedacht. Nein! Ja! Wir sind endlich oben. Jetzt stellt sich gleich noch raus, ich brauchte... Okay, ich brauche nichts weiter. Hätte ich... Ah, warte, ich glaube, ich weiß es. Oh nein. Oh nein, ich bin dumm. Ich bin dumm. Passt auf. Oh nein, ich hau mich gleich. Ich hau mich gleich komplett weg. Passt auf, das müsste gehen. Na, wobei es sieht... Nee, das sieht nicht aus, als ob das gehen würde. Ich habe überlegt, über den von da aus, dass man den gleich mitnutzt. Aber jetzt, ja, der schwimmt ja weg. Und da schwimmt er automatisch darüber? Wahrscheinlich ist es dann... Ja, okay, wahrscheinlich ist es so gedacht, dass er automatisch darüber schwimmt. Aber es macht er halt irgendwie nicht immer, oder doch? Ich weiß es nicht. Egal, wir haben es jedenfalls. So, jetzt brauchen wir den und den. Jetzt haben wir aber das Springboard noch nicht verwendet. Brauche ich das jetzt hier drin? Oder hätte ich das doch da drüben irgendwie nutzen können und habe es einfach nicht sinnvoll genutzt? Ah ne, hier brauche ich es. Oh Mist. Ich hoffe, das reicht. Oh, es wird. Ich würde schwimmen, eigentlich. Ups. Upsi. Okay. Jetzt kann ich den hier umstellen. Und da runter gucken. Okay. Ah, jetzt muss ich warten. Gut, jetzt haben wir die vierte. Dann ist wahrscheinlich. Ja, klar, in der Röhre war ja der On-Off anders. Dann ist da die fünfte. Ah ne, hier komme ich raus. Okay, wo ist die fünfte? Habe ich irgendeine? Oh Gott, habe ich irgendeine nicht gespeichert? Ah nein, ich weiß. Springboard, ich weiß wo. Ich habe was gesehen. Das hatte ich, da war noch eine Tür da oben. Und da dachte ich erst bei dem einen Raum, ich komme da wieder raus. Aber das ist ja gar nicht so. Ich muss hier mit dem Springboard hoch. Das ist da oben die Tür, ne? Genau. Na klar. Jetzt wird langsam ein Schuh draus. So. Nice. Puh, wir haben den Schlüssel. Sensationell. Uah. Okay, ich speichere das nochmal. Und ab durch die Mitte. Ja. So, was muss ich hier tun? Ah, ich glaube, der könnte höher springen. Wenn ich ihn richtig setzen würde. Ich glaube, der hängt schon wieder fest, oder? Nicht sicher. Jetzt probieren wir erstmal was. Ja, das killt den nicht. Okay, habe ich mir schon gedacht. Ich muss den killen, während er... Ich weiß es gar nicht.
kill ich den denn? Nein. So, aber jetzt wird er ganz hoch. Ah, warte mal. Ich schieb den da hoch. Lull. Okay, jetzt kann ich da rein. Jetzt kommt er da rüber. Nice. Das war interessant. Kam ich auch erst nicht drauf, wie das gehen könnte, aber ja, ergibt Sinn, wie wir es gelöst haben. Ah, kein Boss mehr. Okay. Puh. Das waren interessante Level, Alina. Sehr schön aber alles. Ich war halt verwirrt, aber das ist halt typisch für mich. Gut, danke fürs Zuschauen. Gute Notfallfolge. Ich hoffe, ich schaffe es, die bis morgen auch hochzuladen. Denn dauert ja hier eine Weile. Jedenfalls hoffe ich dann, dass es ab morgen zumindest dann mit Zelda losgeht. Gucken wir mal, wie die Sachen da sind. Und tschüss.